Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Klick-Klack. Und zwar zu einer ganz speziellen Ausgabe, denn heute ist der Weltfrauentag. Nun, auch in der Musikwelt ist für Frauen vieles leider noch nicht selbstverständlich. Und deswegen möchte ich Ihnen außergewöhnliche Künstlerinnen vorstellen, die es dennoch geschafft haben. Leider haben wir nur 30 Minuten zur Verfügung, denn ich hätte Ihnen so gerne noch viele andere präsentiert. Doch am dirigenten Pult gibt es nach wie vor weniger Frauen. Aber zum Glück ändert sich das gerade. Und so wollen wir unsere Sendung beginnen mit Joanna Malwitz. Sie war mit 27 Jahren die jüngste Generalmusikdirektorin Europas. Die Zeitschrift Opernwelt wählte sie 2019 sogar zur Dirigentin des Jahres. Wir haben sie in der Meistersingerhalle getroffen. Hier probte sie in der Staatsphilharmonie Nürnberg. Ich liebe das Orchester hier. Ich liebe die Staatsphilharmonie Nürnberg und mit ihnen zu arbeiten. Und das ist genau der Platz für mich jetzt im Moment. So eine Beziehung zu seinem Stück. Ich sage immer, es ist eigentlich wie eine Beziehung zu einer Person. Man lernt sich immer mehr kennen und immer von neuen Seiten plötzlich kennen. Und dann guckt man noch mal genau und dann lernt man sich in einer neuen Situation kennen. Plötzlich unter Adrenalin auf der Bühne, beim nächsten Mal unter vollkommenen Zweifeln noch mal am Suchen. Und bei den echten Meisterwerken ist es halt so, dass die einen nicht im Stich lassen, sondern immer weitertragen. Deshalb ist diese Arbeit so wichtig, einfach immer wieder einfach die Noten aufzuschlagen und zu lesen und nochmal genau zu gucken, was steht da. Einfach jede Note umzudrehen und zu befragen, warum stehst du da und genau da und nicht irgendwie anders. Ich habe eigentlich das Gefühl, in dem Moment, als ich vollkommen aufgehört habe, darüber nachzudenken, was meine Arme machen, ab da hatte mein Körper die Chance, einfach sich zu entwickeln und eine eigene Sprache zu finden, mit der es halt irgendwie funktioniert. Es muss halt funktionieren. Man hat ja auch gar keine Zeit zu denken, wenn ich hier möchte, dass der Übergang ein bisschen flüssiger und mit mehr Energie auf das Forzato, dann muss irgendwie meine Hand hier links und dann da rechts und so, das ist ja Quatsch. Es ist alles im Kopf, im Herzen, im Atem und dann überträgt sich das halt. Also für mich stand fest, dass ich mein Leben mit dieser Musik hier verbringen muss, seit ich so 13, 14 bin. Vorher nicht. Ich hatte zwar mein ganzes Leben immer Musik gemacht, seit ich 3 bin, Klavier gespielt, Geige gespielt und da auch so reingewachsen in diese ganze Musikerwelt, so durch die, das, was man halt so macht, jugendmusiziert und dann lernt man da seine Freunde kennen und so, fand ich toll. Aber ich war nie als Kind, also im Symphoniekonzert war ich nie gewesen als Kind, in der Oper schon gar nicht.
es war ja eine ganz kurzfristige Sache, dass halt klar war, das meiste kann nicht stattfinden in diesem Sommer. Eigentlich wäre es die Zauberflöte gewesen. Das ist ein großes Stück mit vielen Statisten und Chor und so weiter. Und stattdessen dann eben Cosi mit einem kleinen Ensemble. Und die Ansage von den Festspielen war eben, bitte ohne Pause 2:15. Also entweder keine Cosi oder eine etwas kürzere Cosi. Und natürlich war die Entscheidung dann klar, das kriegen wir irgendwie hin. Und dann waren Christoph Loy, der Regisseur, und ich einfach am Anfang so 3 Tage und 3 Nächte waren wir quasi am Telefon mit den Partituren und der Stoppuhr tatsächlich, um zu gucken, wie machen wir das. Natürlich tut einem jede Note, die man nachher weglässt, im Herzen weh. Andererseits muss man auch sagen, das, was ich da in der Partitur habe von Cosi, das wurde zu Mozarts Zeit niemals von A bis Z alles komplett gespielt. Und das hat mir so ein bisschen Trost gegeben, dass ich wusste, Mozart wäre der Erste gewesen, der seine Cosi für einen Corona-Sommer in Salzburg irgendwie machbar gemacht hätte. Also was für eine Freude, dann eine Kleinigkeit zu verbessern. Und der Effekt ist natürlich dann enorm, wenn die Wiener das mit ihrem Klang füllen. Joanna ist nicht nur eine super Dirigentin, nein, sie ist auch Pianistin und Moderatorin. Und in ihren Expeditionskonzerten erkundet sie musikalische Meisterwerke und fasziniert damit ein ganz junges Publikum. Auch an seinem 250. Geburtstag ist Beethoven. Nicht Mozart. Auch an seinem 250. Geburtstag ist Beethoven immer noch einer der meistgespielten Komponisten in klassischen Konzerten. Zu Beethoven hat jeder irgendeine Idee im Kopf. Sei es oder vielleicht sogar ohne zu wissen, dass diese beiden Motive aus Beethovens Feder stammen. Die berühmte 5. Symphonie von Beethoven. Allerdings ist zeitgleich mit der 5. Symphonie das hier entstanden. Eigentlich sind die Expeditionskonzerte unbedingt live. Also nicht online jetzt ein Ersatz für die Expeditionskonzerte oder fürs Konzert ohnehin zu schaffen, sondern zu schaffen, dass vielleicht der ein oder andere, der das anguckt, hinterher wieder hier zu uns ins Live-Konzert kommt. Das war der Wunsch. Beethoven, der Choleriker, ein leidenschaftlicher, gequälter, gefährlicher Mensch, schreibt nun ausgerechnet dieses heitere, frische, freundliche F-Dur-Stück und nennt es Pastorale und erzählt eine Geschichte von Vogelgezwitscher und Naturereignissen. Ich plane meine Expeditionskonzerte vollkommen selber. Ich schreibe die Texte, ich mache mir das da irgendwie so, wie ich halt mag, und mache das halt normalerweise auf der Bühne. Aber das jetzt umzuwandeln für Kamera, in so eine Form zu bringen, ich dachte, oh ja, dann sage ich das halt einfach in der Kamera. So funktionierte das halt nicht. Gleich zu Beginn der Sinfonie sehen wir, aus was für kleinen Bausteinen Beethoven seine Musik baut. Der erste Satz beginnt mit einem viertaktigen Motiv, gewissermaßen einem Motto, das durch eine Fermata, also einen kurzen Stopp, vom Rest des Satzes abgesetzt ist. Diese vier Takte sind viel zu kurz, als dass man sie ein Thema nennen könnte. Und einmal erklungen, erklingen sie in der ganzen Symphonie nie wieder vollständig. Und doch, diese vier Takte enthalten den motivischen Keim für alles Folgende. Zum Beispiel wird aus diesem kleinen Partikel im ersten Takt, wenn man das Motiv eine Oktave tiefer spielt und im Legato spielt. Und aus diesem Motiv, wenn man es umdreht. Und schon hat er die ganzen nächsten Takte für seine Symphonie komponiert. Joanna Malwitz ist nicht nur eine tolle Dirigentin, sondern auch eine Botschafterin für die klassische Musik.
Und somit sind wir schon bei unserer nächsten außergewöhnlichen Künstlerin. Es ist die Hornistin Sarah Willis. Sie war schon ein paar Mal zu Gast in Klicklack. Und umso mehr freue ich mich, dass sie jetzt wieder Zeit für uns hatte. Immerhin spielt sie das Horn in einem Orchester, zu dem bis vor gar nicht so langer Zeit keine Frauen zugelassen waren, die Berliner Philharmoniker. Außerdem ist sie eine fantastische Moderatorin und Kulturbotschafterin. Dafür wurde sie gerade von Queen Elizabeth II. Höchstpersönlich ausgezeichnet. Du bist gerade von der Queen geehrt worden. Wie heißt der Titel genau? Der Titel heißt MBE, Member of the British Empire. Und es ist for Services for the Promotion of Classical Music and for Charity, also für klassische Musikpromotion und für alles, was man sonst tut, ohne Geld. Schwer zu sagen, was das Liebste ist, was ich tue, aber ich tue das alles, weil ich dieses tolle Instrument spiele. Ich bin zuerst Hornistin und das ist alles einfach dazugekommen. Die Filme, die Moderationen, Kinderarbeit, das kommt alles, weil ich hier bei den Berliner Philharmonikern Hornistin bin. Was ist das Faszinierende am Horn? Ich meine, schau dir das mal an. Das ist einfach ein faszinierendes Instrument. Das ist 3,5 Meter lang, wenn man das auseinanderrollen würde. Das glänzt, das sieht spannend aus. Und wenn man die richtigen Töne trifft, dann klingt es auch sehr schön. Nur, wie ich dann immer wieder sage, wir nennen es das Glücksspirale. Aber was man hier durch das Mundstück reinpust, ist nicht immer, was hier rauskommt. Eine deiner Lieblingsbeschäftigungen scheint mir die Horn Challenge zu sein. Okay, ich probiere es mal. Ich habe noch nie Horn gespielt. Darf ich wirklich? Tiefluft holen. Also Placido hat schon Konkurrenz. Das magst du ganz gern, wenn die dann da versuchen, einen Ton rauszukriegen, oder? Die Horn-Challenges kommen so gut an in der ganzen Welt, egal wo ich hingehe, wenn ich jemanden unterrichten muss, die sagen, darf ich dann Horn spielen? Ich will das unbedingt probieren. Und je schlechter die Leute spielen, desto mehr lieben wir das. Placido was the worst. No, with this mouth. It would be fantastic. Would you try? You're gonna spit all that stuff, all that glitter down Ready? My horns. Ready? Beautiful sound. That wasn't bad, you know, but Placido was... I really like the noise. It's very attractive. Manchmal ist die Horn-Challenge eine Herausforderung. Du kriegst einfach die Größten der Größten wie Anna Netrebko. Du interviewst John Williams. Wie machst du das? Du rufst da an und sagst, hallo John, hier ist Sarah, oder wie läuft das? Viele kennt man inzwischen von der Arbeit hier bei den Berliner Philharmoniker. Die meisten großen Solisten und Dirigenten waren schon mal hier. Und ich bin, obwohl ich es selber nicht glaube, ich bin schon ziemlich lange dabei und war immer so eine neugierige Mensch und wollte auch immer über die Leute wissen und mit denen reden. Und viele sind Freunde geworden. Niemand hat die Filmmusik in den letzten Jahrzehnten mehr geprägt als John Williams, Komponist von Indiana Jones, Jurassic Park, Harry Potter, Star Wars und vielen anderen. Als begeisterte Kinogängerin kann man sich eine Welt ohne John Williams nicht vorstellen. Aber wir reden heute über eine Welt ohne Beethoven. Das ist doch auch unvorstellbar.
Beethoven war ja der erste Komponist, der Programmmusik geschrieben hat. In seiner sechsten Symphonie gab er jedem Satz einen Titel. So wussten die Zuhörer genau, um was es geht. Ja, ich glaube, mit der sechsten Symphonie wollte er wohl Unterhaltungsmusik machen. Weißt du, in der siebten Symphonie, im dritten Satz? Und dann passiert Folgendes. Und dann kommt das Thema. Ich sehe ein Hai. Ja, ich auch. Ich habe mich immer gefragt, ob das die Vorlage zu deinem weißen Hai war. Genau so ist es. Und Beethoven war schwimmen. I don't think you're ready for this. Okay, Mike, okay. Ready, three? Also was mich schon wahnsinnig fasziniert hat, du machst ja hier auch für die Kinder tolle Programme mit Cameron Carpenter. Wie kam diese lustige Geschichte zustande? Diese Geschichte mit Cameron haben wir tatsächlich vor ein paar Jahren gedreht bei unser Open Day, unser Tag der offenen Tür. Und das haben wir einfach zusammen kreiert. Wir hatten die Idee, einfach, ich sollte eigentlich nur die Orgel erklären. Und dann hatten wir diese Idee, dass ich dann hinter der Orgel gehe mit einer Kamera. Cameron ist ein Superstar. Wie man sieht, oder? Ja. Vielen Dank. Und ich finde, Cameron sieht nicht so ganz aus wie so der typische Sonntags-Vormittags-Organist. Also jedenfalls sieht er nicht aus wie unser. Cameron, you use your feet a lot and you have these special shoes. Does the cameras get them? He makes them himself. Er macht die selber. Diese Tanzschuhe für Latin Dance. Für Latin Dance. Vielleicht zeigt er uns das ein bisschen später im Philharmonischen Garten. Also jedenfalls benutzt Cameron sehr viel seine Füße zu spielen. Die Kinder waren auch total begeistert. Ich finde, Kinder kann man begeistern für irgendwas, wenn man selber begeistert ist davon. Kinder wissen ganz genau, wenn die nur was erzählt bekommen. Das riechen die. Und ich genieße das sehr, mit Kindern zu arbeiten und auch Musik zu erklären oder nicht erklären oder teilen, mein Horn zu erklären, weil ich liebe, was ich tue. Und das merken die Kinder. Ich habe auch natürlich auch ein paar Tricks. Das ist hier mein Geheimwaffe für Kinderprojekte. Das ist ein ganz normaler Gartenschlauch, 3,5 Meter lang. Es ist genau abgeschnitten, sodass es in S-Dur spielt. Und wenn man das so anschaut, sieht so ziemlich aus wie ein Horn. Ne? Und so lang wäre mein Horn, wenn man das auseinanderrollen würde. Und ich benutze das, um die Kinder zu zeigen, wie viel Luft man braucht. Ich meine, ich kann es dir auch geben, du kannst es bis dahin. Weiß nicht, wenn es ein Gag ist, dann. Egal, du kannst es mir geben. So, normalerweise kriegt ein Kind das in der Hand und teilweise fassen auch manche an. Ja, und so lang wäre es. Und dann puste ich da rein. Jetzt puste mal rein. Naja.
Die sind natürlich nicht alle Töne, aber es ist so, dass die Kinder das erkennen. Und dann gehen die meistens nach Hause. Als ich für meinen Neffes Kindergartenklasse gespielt habe, gingen alle Kinder nach Hause. Und am nächsten Tag haben die Eltern berichtet, die haben irgendwas von Gartenschlauch mit Star Wars erzählt. Und niemand, die haben alle das Horn vergessen. Welcome to Havana. We are here for a crazy but wonderful project called Mozart y Mambo. Sag uns jetzt mal die Wahrheit. Hast du dich in Kuba verliebt? Ich habe mich total in Kuba verliebt. Das wissen doch die Click-Clack-Viewers, weil ich war dann hier mit meiner kubanischen Gruppe mit Mozart y Mambo. Ja, Kuba ist ein ganz besonderer Ort. Und ich war über Weihnachten und Neujahr dieses Jahr wieder da, weil es ist ein großes Geheimnis. Es kommt jetzt ein Teil 2 und ein Teil 3. Und dann ist das Projekt dann beendet. Un, do. Bei den Berliner Philharmoniker, das ist ja noch gar nicht so lange her, da waren hier keine Frauen zugelassen. Die erste Frau bei uns bei den Berliner Philharmonikern war Madeleine Caruzzo und sie ist immer noch da, geht dieses Jahr in die Rente und ich kann es nicht glauben, dass es so schnell ist. Sie ist so eine tolle Frau, so stark und hat es bestimmt auch ganz schwer gehabt damals, als sie wirklich die Einzige war. Ich bin die erste Frau im Blech, seit ich hier angefangen habe, 2001 und ich habe immer gesagt, dass es eine zweite oder mehrere kommen werden und jetzt ist es soweit. Mussten denn da die Frauen eigentlich ein bisschen besser sein als die Männer, um überhaupt in das Orchester zu kommen? Ich werde immer gefragt, ob die Frauen besser sein müssen, um hierher zu kommen. Ich glaube nicht. Ich glaube, die müssen einfach die Besten sein. Tag kann man wirklich stolz sein, eine Frau zu sein. Wir werden heute gefeiert. Das ist wirklich was Tolles. Aber es ist auch so, dass wir uns trauen, um viele Sachen zu machen, was früher man sich nicht getraut hätte als Frau. Und das finde ich ganz, ganz toll. Aber heutzutage ist es eigentlich dann egal, ob Mann oder Frau, man traut sich einfach. Liebe Sarah, wenn ich so auf deinen Kalender schaue, wie viele Reisen und wie viele Interviews du gibst, Hut ab vor so viel Leidenschaft für die klassische Musik. Und in einer Sendung mit außergewöhnlichen Frauen darf eine junge Sängerin nicht fehlen. Es ist Elsa Dreisig. Ihre Musikalität, ihr Witz und vor allem ihre Stimme sind einfach hinreißend. Und gerade hat sie ein ganz neues Projekt abgeschlossen. Sie nennt es Mozart mal 3 und hat es mit dem wunderbaren Kammerorchester Basel eingespielt. Der Titel Mozart mal 3 ist entstanden aus der Idee, die Arien der Hauptdarstellerinnen der 3 Da Ponte-Opern einzusingen und 3 aus der Opera-Serie. Which character am I right now? Welchen Charakter ich mich jetzt gerade nahe fühle? Ich würde sagen, der Contessa aus der Hochzeit des Figaro. Sie ist eine selbstbewusste und erfolgreiche Frau. Sie könnte ein Popstar sein, so wie Lady Gaga.
Ich probiere wirklich, meine Körper anzuhören und mit meinem Herz. Das ist ein bisschen dumm zu sagen, aber ich probiere wirklich, mit meinem Herz zu singen. Und immer, wenn ich merke, dass ich habe gute Gefühle, ich merke ein gutes Energie in diesem Klang. Es kommt etwas zurück in meine Körper, die interessant oder wo ich denke, das ist ein gutes Gefühl, das ist meine Technik, wenn ich das sagen kann. Ich bin Mozart-Fan. Es ist der Komponist, den ich am meisten singe. Letzten Sommer hatte ich mein Debüt in Salzburg mit Fiordiligi. Mozart ist das Herz meines Gesangslebens und so war dieses Projekt selbstverständlich. Mozart war auch der erste Komponist, den ich als Kind hörte und er ist auch der Grund, weshalb ich Sängerin geworden bin. Mozart muss man einfach lieben, das kann man nicht erklären. Dieses Mozart-Album bin ich heute. In 10 Jahren oder auf der Bühne singe ich das sicher komplett anders. Ich hoffe, unser kleiner Beitrag zum Weltfrauentag hat Ihnen gefallen. Und ich möchte mich von Ihnen verabschieden mit einigen Ausschnitten von meinem Konzert mit dem Gewandhausorchester Leipzig unter der Leitung von Andris Nelsons. Und ich muss Ihnen sagen, es war für mich so eine Freude, mit diesem wunderbaren Orchester zu spielen.